Mein Name ist Jan Schmidt, ich bin Chirurg und Bauchchirurg, spezialisiert auf die Operation bei Krebs der inneren Organe und bin seit 30 Jahren in meinem Beruf und freue mich, dass ich hier in Zürich in den Kliniken Hirsland und Klinik im Park tätig sein kann. Im Jahr 2018 habe ich ein Kompetenznetzwerk ins Leben gerufen, das sich Swiss Surgery nennt. Hier vereinigen sich Top-Spezialisten der verschiedenen operativen Fachgebiete unter einem Dach. Ja, der Begriff Viszeralchirurgie ist für den Laien nicht so leicht verständlich, aber zusammengefasst versteht man darunter die in die Tiefe gehende spezialisierte Chirurgie der inneren Organe. Ja, die Viszeralchirurgie hat viele Schwerpunkte, aber mein persönlicher Schwerpunkt liegt bei komplexen Pankreaskrebspatienten und auch bei primären und sekundären Metastasen oder Tumorbefall der Leber. Medizin ist ja Gott sei Dank international. Es findet auf der ganzen Welt eigentlich vergleichbar statt, vielleicht nicht in der gleichen Technik und Intensität, aber die Prinzipien sind die gleichen. Und das habe ich schon als Student erkannt und bin also zu Praktika in Israel, in Schweden, in England gewesen. Und dann bin ich über lange Zeit bei zwei sehr bekannten chirurgischen Lehrern an der Universität Heidelberg gewesen, die mich sehr stark geprägt haben und von denen ich mir eigentlich alles abgeguckt habe. Und als ich dann mein Handwerk gelernt hatte, dann hat es mich natürlich in die Selbstständigkeit getrieben und dann bin ich in die Schweiz gekommen. Ein ganz wichtiger Punkt in der Chirurgie generell ist, dass man die Menschlichkeit immer wieder und jeden Tag aufs Neue versucht, in den Vordergrund zu stellen. Die Vertrauensbeziehung zwischen dem Patienten, der mit einer zum Beispiel einer Krebserkrankung zum Chirurgen kommt, und dem behandelnden Chirurg ist von eminenter Bedeutung. Schließlich liefert sich ja der Patient, der zum Beispiel an einem Dickdarm- oder Leberkrebs operiert werden muss, zunächst einmal dem Operateur vollkommen auf Gedeih und Verderb aus. Und deswegen ist das Wichtigste, dass eine Vertrauensbasis geschaffen wird. Wenn da die Chemie und das Vertrauen nicht stimmt, dann ist es nicht günstig, sondern es ist ganz wichtig, dass man diese Vertrauensbasis in einem ersten oder auch in einem zweiten vertiefenden Gespräch herstellt. Wenn sich bei mir ein krebskranker Patient zur Operation vorstellt, ist natürlich immer die erste Aufgabe, dass man nach Analyse der Situation natürlich dem Patienten Hoffnung gibt. Und in den allermeisten Fällen gibt es ja auch wirklich realistische Hoffnung auf Heilung oder zumindest auf eine substanzielle, oft auch langfristige Lebensverlängerung, selbst wenn Heilung nicht möglich ist. Und wenn Sie das dem Patienten mitgeben und ihm das auch überzeugend sagen können, weil Sie selber dahinter stehen, dann gehen die Patienten, die oft sehr deprimiert zu uns kommen, auch oft schon ganz anders aus der Sprechstunde heraus. Ja, wenn man die Medizin ausklammert, die natürlich einen Großteil meines Lebens einnimmt, ist es klar, dann bleibt die Liebe zur Natur als ganz wichtiger Punkt übrig. Die habe ich schon als kleiner Junge, bin ich mit dem Fernglas rumgestromert, morgens um 4 als 8-Jähriger raus und habe Rehe beobachtet und Tiere beobachtet. Und das ist mir auch erhalten geblieben. Und natürlich, wenn man Naturliebhaber ist, dann machen einem auch die großen Probleme der heutigen Zeit, lassen einen nicht unbeeinflusst. Klimaerwärmung, Umweltverschmutzung, das sind Dinge, die mich sehr stören und im Rahmen meiner Möglichkeiten setze ich mich dagegen ein. Natürlich kann man immer eine Wunschliste aufschreiben, aber ich für mich persönlich muss ich sagen, gibt es nicht viel, was ich mir noch wünsche. Ich habe großes Glück gehabt in meinem Leben, ich habe den richtigen Beruf erwischt, habe eine wunderbare Familie. Man muss aber wissen, dass es einen Preis hat. Der Preis ist, dass man sehr viel in der Klinik ist und wenig Zeit für die Familie hat. Und das ist, glaube ich, auch ein Verdienst der Familie, wenn sie das mitträgt. Das muss man einfach vorher wissen. Aber wenn man bereit ist, das zu machen, ist es ein wunderbarer Beruf, den ich jedem nur empfehlen kann.